Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Einen Blick in die Zukunft, und wir beschäftigen uns mit den Neuerscheinungen für den März 2020. Ich habe 5 Bücher auf meiner Wunschliste und war doch ein bisschen überrascht, dass es für einen Buchmesse-Monat nur 5 Bücher geworden sind. Sonst explodiert gefühlt der März und Oktober immer, aber diesmal ist der März relativ ruhig und ich bin ganz froh darüber. Ich glaube, der April oder Mai wird dann ein Monat, wo bis jetzt unfassbar viele Bücher auf der Wunschliste stehen. Ich denke, da musst du mal sehen, was dann tatsächlich interessant ist, was auf der Liste bestehen bleibt. Aber wir starten jetzt einfach nach und nach mit den 5 Büchern und ich stelle euch die spannenden Neuerscheinungen für mich vor, die mich neugierig machen. Ihr findet alle Bücher unten in der Infobox. Schaut da schon mal vorbei, da findet ihr weitere Informationen. Und wenn ihr da was nachlesen wollt, dann schaut da einfach gerne mal vorbei und klickt auf die Links. Das erste Buch ist von Jenny Colgan, erscheint am 2. März und ist Happy Ever After, wo das Glück zu Hause ist. Jenny Colgan kenne ich als Autorin der Bäckerei am Strandweg-Reihe, wo ich ja den ersten Teil wirklich absolut großartig fand, Band 2 ein bisschen schwächer, die Weihnachts-Wintergeschichte jetzt aber im letzten Jahr doch ganz schön fand. Auch die Reihe um die Sommerküche fand ich so okay, habe aber nur den ersten Band gehört und dann nicht mehr weitergemacht. Hier fängt jetzt eine neue Reihe an und der Klappentext lässt doch einig Schönes vermuten. In ihrem neuen Sommerschmöker Happy After After, wo das Glück im Büchern wohnt, erzählt Jenny Colgan von der Suche nach Identität und Liebe, von der Magie des Lesens und dem Glück, ein Leser zu sein. In diesem zauberhaften Wohlfühlroman der Spiegel-Bestseller-Autorin von Die kleine Bäckerei am Strandweg bringt ein nostalgischer Bücherbus Glück in jedes Dorf. Bibliothekarin Nina weiß genau, was ihre Kundinnen lesen sollten, was gegen Liebeskummer hilft oder Trübsal vertreibt. Doch als die Bibliothek geschlossen und Nina arbeitslos wird, helfen Bücher ihr auch nicht weiter. Oder vielleicht doch? Nina öffnet ihre ganz besondere eigene Buchhandlung. Mit einem Bücherbus kutschiert sie durch die schottischen Highlands, um Leser mit Lektüre zu versorgen. Nur um festzustellen, dass das Happy End im wahren Leben komplizierter ist als in manchen Romanen. Glücklicherweise gibt es da den zwar etwas mürrischen, aber dafür extrem attraktiven Farmer von nebenan, der sie aus so mancher Notlage rettet. Jetzt bin ich nicht so der klassische Fan von diesem alten, ja vielleicht auch etwas überholten Rollenbild, dass eine Frau immer irgendwie einen Retter braucht, aber die Vorstellung, dass wir einen attraktiven Farmer in den schottischen Highlands haben und eine junge, gebildete Frau haben, die gerne Bücher liest, einen Bücherbus hat und die beiden treffen aufeinander, die finde ich super spannend und ich mag gerade dann so vielleicht im Frühling diese etwas seichteren Liebesgeschichten und dann eben auch noch schottische Highlands. Also was will man gefühlt eigentlich mehr? Für mich ein Kandidat, wo ich denke, vielleicht auch wieder zum Hörbuch greife, insofern es das geben wird, weil ich solche Geschichten einfach super gerne höre und die für mich auch einfach besser funktionieren, wenn ich sie höre. Und hier bin ich gespannt und hier freue ich mich drauf. Das zweite Buch erscheint dann am 8. März und heißt Der Sommer, in dem Einstein verschwand, von Marie Hermansson. Ist eine Empfehlung der lieben Kerstin Merkel, die ja auch vor kurzem hier auf meinem Kanal zu Besuch, zu Gast war. Ich packe unseren gemeinsamen Hangout mal unten in die Infobox und die hat dieses Buch gelesen und mir direkt eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Steffi, das ist was für dich, schau dir das an. Das habe ich getan und ja, es ist auf der Wunschliste gelandet, wie ihr gerade seht. Hier heißt es so schön, Göteborg im Sommer 1923. Zum 300. Gründungsjubiläum findet eine große Ausstellung statt und über der gesamten Stadt hängt eine magische Atmosphäre der Euphorie und des Umbruchs. Die junge Journalistin Ellen ergattert ihren ersten Job bei einer Zeitung und kann ihr Glück kaum fassen. Sie wird als Reporterin die Aufregung der Ausstellung einfangen. Als sie eines Nachts eine alarmierende Entdeckung macht, bittet sie den Polizisten Nils um Hilfe. Zur gleichen Zeit sitzt Albert Einstein in seinem Berliner Arbeitszimmer. Sein Privatleben steht Kopf, seine Finanzen sind miserabel und er erhält Morddrohungen aus rechten Kreisen. Und ausgerechnet jetzt muss er nach Göteborg reisen, um seine Nobelpreisrede zu halten. Doch es gibt ungeahnte Kräfte, die diese Rede um jeden Preis verhindern wollen. Ich bin super, super gespannt auf diese Geschichte und ich mag es ja immer mal so ein bisschen historisch und ich bin auch mega gespannt über die Story um Einstein und ich finde das super spannend, dass wir so in den goldenen 20ern sind, dass wir am Ende bei der Nobelpreisrede vielleicht von Einstein dabei sind und
Ja, ich bin mega gespannt und freue mich drauf und bin sehr dankbar für diesen Buchtipp. Das nächste Buch erscheint dann am 16. März und war, soweit ich mich erinnern kann, schon für Januar angekündigt und hat sich dann aber in den März verschoben. Und zwar ist es Die Chroniken von Alice, Finsternis im Wunderland von Christina Henry. Und diese Bücher sind im englischsprachigen Raum schon absolut gehypt und absolut... Ja, also die finden ganz, ganz viele Leser toll. Es wird, aktuell ist die Rede von 4 Büchern, die jetzt auch schon erschienen sind. Ich glaube, Band 2 ist jetzt auch schon angekündigt, Die Schwarze Königin. Es gibt dann auch noch ein Buch rund um Peter Pan und auch noch um die Chroniken der Meerjungfrau. Ich bin sehr gespannt, wie die Bücher dann sein werden, denn die drehen so ein bisschen die Geschichten, die bekannten Geschichten und Märchen um. Unglaublich packend. Diese düstere Neuerzählung von Alice im Wunderland wird Ihnen den Schlaf rauben. Wenn ich ehrlich bin, hat das die ursprüngliche Geschichte auch schon gemacht. Aber aus anderen Gründen vermutlich. Seit 10 Jahren ist Alice in einem düsteren Hospital gefangen. Alle halten sie für verrückt, während sie selbst sich an nichts erinnert. Weder warum sie sich an diesem grausamen Ort befindet, noch warum sie jede Nacht Albträume von einem Mann mit Kaninchenohren quälen. Als ein Feuer im Hospital ausbricht, gelingt Alice endlich die Flucht. An ihrer Seite ist ihr einziger Freund, Hatcher, der geisteskranke Axtmörder aus der Nachbarzelle. Doch nicht nur Alice und Hatcher sind frei, ein dunkles Wesen, das in den Tiefen des Irrenhauses eingesperrt war, ist ebenfalls entkommen und jagt die beiden. Erst wenn Alice dieses Ungeheuer besiegt, wird sie die Wahrheit über sich herausfinden und was das weiße Kaninchen ihr angetan hat. Klingt total strange, merkwürdig, gruselig, packend und es könnte absolut grandios werden. Ich bin mega, mega gespannt, was Christina Henry hier zaubert, wie uns das auch im deutschen Bereich so gefallen wird, ob die Geschichten funktionieren. Und ich war ja schon lange davor gestanden, mir die von Peter Pan im Original zu holen. Und jetzt kann ich sie demnächst hoffentlich auch im Deutschen genießen. Ich bin sehr, sehr neugierig und gespannt auf diese Reihe, die dann startet am 16. März. Auch am 16. März erscheint das neue Buch von Blake Crouch, Gestohlene Erinnerungen. Und von dem Autor habe ich, glaube ich, im letzten Jahr oder sind schon 2 Jahre her, Dark Matter, der Zeitenläufer, gelesen, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, wenn es auch ganz anders war, als ich erwartet hatte. Und so war ich sehr gespannt darauf, als ich das so entdeckt habe, dachte, oh, den Autor kennst du doch, da schaust du mal, was der Neues zu bieten hat. Und ja, Gestohlene Erinnerung klingt schon nach einem Buchtitel, absolut für mich. Der New Yorker Detective Barry Sutton steht vor einem Rätsel. Ein geheimnisvolles Phänomen quält die Menschen mit falschen Erinnerungen und treibt sie damit in den Tod. Auch die Hirnforscherin Helena Smith weiß schon lange um die Macht der Erinnerung. Um diese zu bewahren, entwickelt sie eine Technologie, die uns unsere kostbarsten Momente noch einmal erleben lässt. Den ersten Kuss, die Geburt eines Kindes. Doch nun bedroht ihre Erinnerung das Schicksal der Menschheit. Im Kampf gegen einen übermächtigen Gegner versuchen Helena und Barry, eine Katastrophe zu verhindern. Aber auch auf die Wirklichkeit ist bald kein Verlass mehr. Und ich finde das eine unfassbar gruselige Vorstellung, dass man an meinen Erinnerungen rumdreht. Also mal davon abgesehen, dass man ja durchaus vieles immer mal wieder vergisst und manche Erinnerung auch nach einer gewissen Zeit schöner ist, als sie eigentlich war. Aber, oder man sich auch oft nur an schöne Dinge erinnert, ist die Vorstellung, dass jemand an meine Erinnerungen dreht, diese verändert und ich am Ende gar nicht mehr weiß, was ist Wahrheit was ist dazu erfunden, finde ich wirklich super packend, sehr spannend, auch diese Maschine und was die mit den Menschen machen kann. Ich bin gespannt und freue mich auf das neue Buch von Blake Crouch. Und das letzte Buch, das ich euch vorstellen möchte, erscheint ebenfalls am 16. März. Meine Güte, ist da die Buchmesse, glaube ich, schon vorbei, ne? Gott sei Dank. Das ist das neue Buch von Beate Rügiat. Und zwar ist das die Autorin von Herzensräubern. Ein Highlight, ich glaube, aus 2017, was ich heute noch in wunderbarster Erinnerung habe. Das ist das mit diesem süßen Hund vorne auf dem Cover. Und ich bin mega gespannt, ob mich die Autorin ein zweites Mal begeistern kann. Ich glaube, mittendrin gab es jetzt mal eine etwas historische Reihe von ihr, die mich aber nicht ganz so angesprochen hat. Und umso mehr habe ich mich jetzt über Schäfchensommer gefreut. Und es heißt, ein idyllischer Schwarzwaldhof, eine Familie, die zusammenhält. Eine Geschichte über Freundschaft, starke Frauen und viele flauschige Schafe. Was gibt es Cooleres als Schafe?
Vielleicht Lamas. Okay. Nie ist Elke so glücklich wie im Frühjahr, zu Beginn der Weidesaison, wenn sie morgens auf der Schwarzwaldhöhe steht und auf die Lichter der fernen Dörfer in der Rheinebene hinabschaut. Elke ist Schäferin und führt, wie ihre Mutter und Großmütter vor ihr, den Lämmerhof. Einziger Wermutstropfen sind die zunehmenden finanziellen Schwierigkeiten des Familienbetriebs. Doch dann kehrt nicht nur Elkes große Liebe überraschend zurück in die Heimat, Chris, der ihr vor vielen Jahren das Herz gebrochen hat, sondern auch ihre Schwester Julia steht plötzlich vor der Tür. Im Schlepptau die widerwillige Zoe. Das Mädchen ist in die falschen Kreise geraten und Sozialarbeiterin Julia will, dass Elke Zoe bei sich auf dem abgelegenen Hof aufnimmt, gegen Bezahlung. Nein, danke, denken sowohl Elke als auch Zoe. Doch bald stellt sich heraus, dass die beiden ungleichen Frauen sich vielleicht gar nicht so unähnlich sind, wie sie glauben. Klingt nach einer total schönen Lebensgeschichte, einer ja sehr lebendigen Geschichte und wir treffen eine Schäferin, was ich ja doch sehr außergewöhnlich finde. Und ich bin nicht nur auf das Leben der Schäferin gespannt, sondern natürlich auch, wie dieses ganze Konstrukt mit diesem etwas schwer erziehbaren Mädchen ist, warum, weshalb, wie kam es so weit und eben auch, ja, wie das Leben so mit Schafen ist. Finde ich irgendwie sehr, sehr ansprechend und nach dem Herzensräuber, dem Hund, der mir total ans Herz gewachsen ist, freue ich mich hier, dann Schafe zu entdecken und ja, mit denen auch ein bisschen Spaß zu haben. Das klang jetzt irgendwie komischer, als es sein sollte, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, das waren jetzt die 5 spannenden Neuerscheinungen, die ich mir herausgesucht habe. Alle Bücher findet ihr unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei und lasst mir in den Kommentaren gerne die Info da, auf welche Bücher ihr euch im März freut. Und ob ihr im März auf der Buchmesse seid, ich werde da sein von Donnerstag bis Samstag. Ich packe euch auch mal das Bücherfreunde-Treffen am Samstag als Veranstaltung auf Facebook unten in die Infobox. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Und jetzt bin ich neugierig, auf was ihr euch freut und wie ihr die Bücher findet, die ich euch vorgestellt habe. Ist da was auch für euch dabei? Lasst mich das gerne wissen. Und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.